Hallo und herzlich willkommen zurück bei Frostpunk, die Flüchtlinge. Ganz kurz bevor die Lords in unserer Stadt eintreffen und ich bin schon sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Aber jetzt gucken wir natürlich auch erstmal, wo es mit der Forschung weitergeht. Ja, da ich natürlich unten dahin möchte, wo die Reichweite... Na, eigentlich nicht. Dafür habe ich ja Dampfzentren gebaut. Da mache ich jetzt keine Steigerung der Reichweite unseres Dampfkerns hier mehr, sondern ich werde stattdessen mal hier die Heizkörper ein bisschen verbessern, die im Einsatz sind. Ja, und jetzt bleibt uns noch abzuwarten, was passiert, wenn die Lords eintreffen. In 10 Minuten 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Was wollen Sie hier? Sie sind da, die Lords sind da. Allmächtiger, es sind so viele. Begegnung mit den Lords. Die Lords in Lumpen. Captain, die Lords sind angekommen. Sie sind am Verhungern. Es sind mindestens 100 Personen. 100! Und es kommen noch mehr. Sie flehen uns an, sie hereinzulassen. Aber das würde bedeuten, dass wir unsere Nahrungsmittel mit ihnen teilen und eine Unterkunft für sie finden müssen. Lasst sie herein. Ich sorge für alle. 2 Tage Zeit, um Personen eine Unterkunft zu bieten und Personen zu ernähren. Die Hoffnung sinkt. Lasst sie herein. Ich verbessere die Nahrungsmittelinfrastruktur. Du hast 2 Tage Zeit, um Personen eine Unterkunft zu bieten und industrielle Treibhäuser oder Hütten für die fliegenden Jäger zu bauen. Die Unzufriedenheit steigt an. Schickt sie weg. Die Lords errichten ein Lager außerhalb der Stadt. Die Hoffnung sinkt. Lasst sie herein, ich sorge für alle. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die Gesellschaftsform insofern zu ändern, dass die Lords mal sehen, was ihre ehemals Untergebenen für sie zu tun bereit sind. Für eine zukünftige, positive, gemeinsame Gesellschaft werde ich das hier einfach mal ausprobieren. Die Grundbedürfnisse der Lords. Die Ankunft so vieler hungernder Leute erfordert sofortige Maßnahmen. Wir müssen so schnell wie möglich Nahrungsmittel und Unterkünfte für sie bereitstellen. Mit den Unterkünften, die habe ich ja schon gebaut, und den Nahrungsmitteln, mal gucken, ob die reichen. So, versorge alle hungrigen Leute. Versorge alle mit einer Unterkunft, habe ich schon gemacht. So, was ist hier los? Lords in Lumpen. Die hungernden Lords haben die Stadt betreten. Unsere Einwohner sind nicht erfreut über ihre Ankunft. Die Lords dagegen sind überglücklich. Vielen Dank, liebe Leute. Wir wären verdammt gewesen, wenn ihr uns nicht hereingelassen hättet. Ich verstehe. Wenn es umgekehrt wäre, würden sie uns nicht reinlassen. Unsere Leute sollten an erster Stelle stehen. Ich kümmere mich um euch. Keine Sorge. So, Propagandazentrum. So, die Propagandazentrale kann jetzt die Gesinnung der Einwohner im Auge behalten und sie beeinflussen. Die Hoffnung steigt. So, was ist hier los? Oh. Jetzt sind wir wahrhaftig eine Stadt der Ordnung. Herrlich. Möge die Flagge für immer über unserer Stadt wehen. Die Ereignisse nehmen kein Ende. Kalte Arbeitsplätze. Captain, einige unserer Einwohner sind hier und wollen mit Ihnen sprechen. Sie sind es gewohnt, in der Kälte zu arbeiten, aber jetzt ist die Temperatur an Ihren Arbeitsplätzen derart gesunken, dass es unerträglich geworden ist. Mindestens einen Arbeitsplatz beheizen. Jo. Das machen wir. Die Speer sind angekommen. Altes Lagerhaus. Die Ereignisse überschlagen sich. Die Ereignisse überschlagen sich. Oh wei, oh wei. So, was los? Teile des Lagerhauses wurden als Treibstoff verwendet. Im Inneren befinden sich die Überreste eines Lagerfeuers, versteckt zwischen Kisten und gefrorenem Fisch. Holz und Rohnahrung gibt's hier. Altes Lagerhaus, verlassener Fischer. Das Durchsuchen des Lagerhauses brachte Aufzeichnungen über Lieferungen der Fischereien beim See zutage. Einige Seiten waren herausgerissen. Der letzte Eintrag lautet: Wir wurden verlassen. Ich sammle alle meine Männer und begebe mich zum Hauptlager, bevor uns der Fisch ausgeht. Weitere entdeckte Orte, ein Fischerboot und ein Fischerdorf.
Gut, wir nehmen erstmal die Rohstoffe. Und dann gucken wir mal. Fischerdorf. Ich gehe die große Runde. Pistenwalze, Fischerboot, Fischerdorf und dann wieder zurück. Wenn ich nicht zwischendurch noch irgendetwas Neues finden sollte. So, Nahrung haben wir eigentlich genug. Aber es kommen drei Wellen von Lords an. So, warum steigt hier der Ballon wieder? Warum war der unten? So, jetzt muss ich hier mal kurz Pause machen, damit ich einen Überblick gewinne. So, wie lange habe ich denn noch für die erträglichen Lebensbedingungen Zeit? Ein Tag, genau ein Tag. Keine Sorge, ich werde heizen. So, die Reichweite muss ich erhöhen. So, ich baue erstmal. So, verbesserte Heizkörper ist okay. Ich werde hier weitere Zelte bauen. Die werde ich sicher bald brauchen. 3, 3, 4, 5, 6. Und dann muss ich aber auf jeden Fall noch gucken wegen der Temperatur- und Generatorreichweite. So, lassen wir hier mal weiterlaufen. Die Kohlemine bekommt hier Extra-Rationen über einen Vorarbeiter. Und die Arbeitszeiten werden auch verlängert. Und wir schalten die Heizung mal ein. So, der Mauerbohrer. Auch voll bestückt. Dann sollte es mit dem Holz zukünftig jetzt nicht mehr so viele Probleme geben. Zusätzlich werde ich noch einige Rohstoffdepots bauen. Zwei zumindest erstmal und dann gucken wir mal weiter. Ich denke, schon wieder einer gestorben. Wir werden hier auch nochmal eine Jagdhütte dazu bauen. Irgendwo. So, und dann schauen wir erstmal weiter. Nacht ist. Ich werde die Heizung so weit aufdrehen, wie es geht, sobald die Temperatur absinkt. Zusatzration. Hungernde Lords. Captain einer der Lords haben verhungert und bittet sie um zusätzliche Essensrationen für sich und seine Gefährten. Gebt ihnen 10 Essensrationen. Die Unzufriedenheit steigt dramatisch an. Gebt ihnen eine Essensration, steigt leicht an, schickt ihn weg. Speer sind hier angekommen. Zerstörtes Fahrzeug. Wir haben das Wrack eines Fahrzeugs gefunden. Wir können ein paar Teile davon retten. Kohle und Stahl. Versteckte Vorräte. Wir haben das Wrack auseinandergenommen, um Materialien zu bergen und dabei versteckte Vorräte entdeckt. Freut mich doch sehr. Das sieht irgendwie aus wie der Aufbau von so einer chinesischen Dschungel. Wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ein bisschen Fantasie sei ja an dieser Stelle erlaubt. So, dann mal weiter zum Landeplatz. Da bin ich mal gespannt. Ob und was uns da erwartet. So, können wir denn hier irgendwo noch Kohle abbauen? Können wir nicht.
Ich werde mal vorsichtshalber. Du hast ihnen Wärme versprochen, der Versprechen gebrochen. Habe ich nicht rechtzeitig auf den Knopf gedrückt? So, Unzufriedenheit auf volle Pulle. Ich habe noch Zeit. Hier unten. Einwohner sind außer sich. Die Einwohner sind mit ihrer Herrschaft äußerst unzufrieden. Es könnte jederzeit zu einem Aufstand kommen. Was sollen wir unternehmen? Du hast 2 Tage Zeit, um die... Wir müssen Wachen schicken. 2 Tage Zeit, um die Unzufriedenheit zu senken. Das bringt mich gerade nicht weiter. Liebe Leute, gib mir noch ein bisschen Zeit. Bitte, bitte. Wenn die Temperatur das nächste Mal gesunken ist, was ja in Kürze passieren wird, werde ich die Heizung auf die höchste Stufe stellen. Ich verspreche es euch. Und das Versprechen werde ich auch auf jeden Fall halten. So, hier kann ich ja auch nochmal die Patrouille losschicken. So, jetzt gucken wir mal, was das Propagandazentrum kann. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Geheimdienst. Schlechte Essensqualität. Kaltes Zuhause und schlechtes Essen. Gut, mit dem Essen kann ich ja nochmal gucken. Was können wir denn hier machen? Propagandabericht. Die Hoffnung steigt. Jo, machen wir mal. Propagandaflugblätter. Wir müssen unsere Einwohner wiederholt mitteilen, dass diese... Naja. Okay, also ich muss um eine bessere Essensqualität sorgen. Hungernde Lords. Hungrig und wütend. Captain, der hungernde Lord, wurde von seinen Gefährten verprügelt. Sie haben ihm nicht geglaubt, dass sie ihm nur eine Essensration gegeben haben. Wir haben ihn zur Sanitätsstation geschickt. Ich verstehe. Verflixt. Ein Lord wurde verwundet. Muss mich das jetzt eigentlich besonders stören? Ob da ein Lord verwundet wird oder ob irgendjemand anders verwundet wird? Ich werde, wenn die Temperatur gesunken ist, am nächsten Tag, ich werde die Essensrationen verbessern. Ah, es kommen wieder 100. In einem Tag und 18 Stunden. Noch mehr Fremde. Captain, eine weitere Gruppe von Lords marschiert in unsere Richtung und es ist wahrscheinlich nicht die letzte. Ich verstehe. Ja, Leute. Noch 100. Ich werde die Reichweite nicht erhöhen, auf gar keinen Fall. Ich werde aber Dampfzentren bauen. Und zwar ich müsste noch 6 davon bauen. So, Temperatur wird erhöht. So, noch 6. Grundbedürfnis Herr Lords erfüllt. Du konntest Nahrungsmittel und Unterkünfte für alle bereitstellen. Die Hoffnung steigt an. Na, immerhin. Bald kommen die nächsten Lords. Für erträgliche Unterkünfte soll ich sorgen. Besserter Heizkörper, ja.
1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 5, 6, 7, genau. Ich muss ja noch mal gucken, Wärmesicht. So, 5, 6, 7. Wo baue ich denn noch drei Häuser hin? Acht. Ja, regelrechte Ghettos, die da entstehen. Was ist hier los? Sägewerk außer Betrieb, weil keine sammelbaren Rohstoffe mehr vorhanden. Abbauen. So, was ist hier mit dem Sammelstelle? Habe ich hier noch irgendwo ein Sägewerk in Betrieb? Jawohl, das ist funktionsfähig. Gibt es denn hier noch irgendwo Holz? Fast nirgendwo mehr. Ich kann auch gerade kein neues Sägewerk bauen, aber ich habe dafür wenigstens den Mauerbohrer. Da müssen wir mal die Effizienz mit dem Vorarbeiter ein bisschen erhöhen. Herr Jemine, was ist hier los? Kohlegenerator kalt. Eiskalt. Sammelstelle. Muss auch beheizt werden. So, das Ding wird abgebaut. Acht. Ich muss gleich erstmal zwei weitere Unterkünfte bauen. So, passt das da oben noch hin? Eine. So, noch eins. So, Straßen werden da entsprechend gebaut. Jetzt muss ich mal ein bisschen näher rangehen. Beziehungsweise gleich mal wegen den Dampfzentren gucken. Das braucht eigentlich nur 20 Stahl, ne? So, es ist überall eiskalt. Wenn ich hier aber mitten rein ein Dampfzentrum stelle, dann reicht das eigentlich. Um hier alles zu beheizen. Aber vorher müssen die Straßen da gebaut sein. Vorher tut sich nichts. So, Propagandazentrum kann nichts, die können gerade auch nichts. Da müssen wir es jetzt mal weiterlaufen lassen. Erstmal müssen die Straßen da oben fertig werden. Das scheint aber jetzt schon der Fall zu sein. So, dass ich jetzt nochmal gucken kann wegen dem Dampfzentrum.
Tja, mag es reichen oder nicht. Zumindest wird es beim Mauerbohrer auch nochmal wärmer. So, mehr kann ich nicht tun für die ankommenden Lords. Ich habe noch viele arbeitslose Leute. So, wartet auf Arbeiter. Hier ist es auch zu kalt in der Werkstatt. Heizung an. So, Ingenieure haben wir noch übrig. Was ist jetzt passiert? Radiomast. Begegnung mit den Lords. Captain, die Lords, die vor kurzem angekommen sind, haben uns von einem Sendemast berichtet, den sie unterwegs sahen. Vielleicht wird er von einem Dampfkern angetrieben. Ich verstehe. Radiomast entdeckt. Na, erstmal lassen wir hier alle erstmal in Ruhe ankommen. Leichte Frostbeulen. Ein Einwohner ist schwer erkrankt. So, da bauen wir doch noch ein paar Jagdhütten. Eine hier hin. Eine dahin, eine dahin. Was ist hier los? Ständig ist was los, es nimmt kein Ende. Verlust eines Körperteils. Einer unserer Leute muss sich eine Amputation unterziehen. Durch das Arbeiten in eisigen Temperaturen waren die Frostbeulen so stark ausgeprägt, dass wir keine andere Wahl hatten. Wir müssen handeln. Zieht das Pflegeheim oder das Prothetikgesetz in Erwägung? Haben wir schon, ich verstehe. Das Pflegeheim haben wir doch schon. Reicht das nicht? Doch, scheint zu reichen. Noch 5 Stunden für erträgliche Lebensbedingungen. Puh, können wir das hier noch höher stellen? Nö. Kann ich nur den Overdrive einschalten, kurz bevor die 5 Stunden um sind und hoffen, dass wir hier durchhalten. So, Pistenwalze. Die Pistenwalze ist ein Wrack. Sie muss mit einer ziemlichen Geschwindigkeit einen Eisblock getroffen haben. Vielleicht war es gerade dunkel. Stahl- und Dampfkerne. Nehmen wir natürlich dankend an. Ein Brief aus London. Die Vorderseite der Pistenwalze war vollständig zerstört. Inneren fanden wir 2 erfrorene Körper, einige Vorräte, ein Familienfoto und einen Brief aus London, der die folgenden Worte enthält. Die schlimmste Kälte steht uns noch bevor, aber sie sagen nicht wann. Ich wünschte, ich und unsere Töchter wären bereits heute schon bei dir im sicheren Norden. Entdeckte Orte, Versorgungslager und eine beschädigte Pistenraupe. Gut, nehmen wir erstmal die Rohstoffe mit und ziehen dann hier mal weiter zum Versorgungslager. Die größte Kälte steht uns noch bevor. Naja, das deutet doch darauf hin, dass wir hier vielleicht doch nochmal in einen schlimmen Sturm geraten werden. Ich hoffe es nicht, aber ich muss mich mal zumindest gedanklich darauf einstellen. So, ich muss unbedingt die Zeit hier mit den erträglichen Lebensbedingungen. So, was haben wir denn hier? Ich hoffe, dass ich dann hier einfach nur den Overdrive laufen lassen muss, bis die Temperatur wieder steigt. Ob das wirklich so ist, werden wir sehen. So, mit Überlastungskupplung, okay. So, Heizkörpereffizienz, was passiert da? Braucht weniger Kohle. Generatoreffizienz, weniger Kohle. Dampfzentrum, na gut, weniger Kohle. Dampfzentrumeffizienz ist schon wichtig. So, was können wir denn hier bei den Unterkünften noch machen? Wärmedämmung und Gesundheitswesen, Jägertaktiken, industrielle Treibhäuser, Häuser. Ich werde mich mal um ein Krankenhaus kümmern. Es wird langsam Zeit.
Eins von den Zelten ist immer noch kalt. Dann bleibt das eine Zelt halt kalt. So, noch 2 Stunden. Stellen wir mal den Overdrive an und gucken, ob es reicht. So, das reicht. Na, aber ob ich das halten kann? Warten wir es ab. So. Ja, die schlechte Essensqualität ist tatsächlich das größte Manko. Dann werde ich hier mal auf normale Essensrationen erstmal wieder umstellen. Das sollte doch die Unzufriedenheit deutlich senken. Zumindest entsprechend des Geheimdienstberichtes, obwohl man dafür ja jetzt nicht unbedingt einen Geheimdienst braucht. So, Sanitätsstationen. So, Jagdhütte. Maximum. Jagdhütte, Maximum. Jagdhütte, Maximum. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ich könnte auch ein bisschen mehr Kohle gebrauchen. Ich habe ja hier doch einen relativ hohen Verbrauch. So, das bedeutet für mich, dass ich irgendwie die Effizienz, also Optimierung des Kohleabbaus, 10% effizienter. So. Ja, ich muss auf jeden Fall mich darum kümmern, dass das mit der Kohle effizienter läuft. Die Minen... Weitere Minen kann ich ja keine bauen. Ich könnte vielleicht noch einen Mauerbohrer bauen. Und dann hier so eine Holzkohlegenerator. Das wäre vielleicht generell nicht schlecht. Ein Holzkohlemeiler, um noch mehr Kohle zur Verfügung zu haben. Das wird ja dann aus dem entsprechenden Holz produziert. Ich glaube kaum, dass ich eine Wahl habe und daran vorbeikomme. Und es ist langsam eng mit dem Platz hier. So, was ist denn das Sägewerk? So, der Kohlegenerator. So, das Sägewerk. Jo. Läuft. Aber mit der Kohle muss ich langsam aufpassen. So, im Versorgungslager angekommen. Selbstmord eines Poeten, Propagandazentrum. Sir, einer unserer Einwohner, hat Selbstmord begangen. In seiner Freizeit schrieb er Gedichte über Verlust, Leid und Hoffnungslosigkeit. Unser Propagandazentrum führte eine Kampagne gegen ihn, um unsere Einwohner vor seinem Einfluss zu schützen. Jetzt könnten die Einwohner uns für seinen Selbstmord verantwortlich machen. Es sei denn, wir lassen es so aussehen, als hätte er sich zu Tode getrunken. Lasst es sein, die Hoffnung sinkt. Tut es und verbrennt seine Gedichte. Unzufriedenheit steigt leicht an, oder? Die Hoffnung sinkt. Ja, machen wir. Verdammt, verflixt. So, Versorgungslager. Erforschen. Ein versteckter Vorrat. Wir haben die Hütte durchsucht und eine Vielzahl kostbarer Vorräte gefunden. Holz und Rohnahrung. Sehr gut. Und direkt weiter zur beschädigten Pistenraube. So, was haben wir hier hinten? Der Landeplatz. Schnert alle Spuren derer verwischt, die hier durchkamen.
Vom Strand aus sind wir nicht in der Lage, das mysteriöse Schiff auszumachen, von dem unsere Leute berichteten. Wir müssen noch weiter hinauf. Ein anbahnendes Mysterium. Wir haben das Schiff vom oberen Rand der Klippe über den Hafen entdeckt. Es ist recht groß, aber keine Dreadnought oder ein Frachter. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um einen Ozeandampfer. Entdeckte Orte, Ozeandampfer und zugefrorene Kolosse. So, Rohstoffe nehmen. Oh, da muss ich noch weiter raus. Machen wir. Zugefrorene Kolosse und Ozeandampfer. Dann muss ich aber hier mal überlegen. Ich habe hier auch keinen Standort, wo ich Kohle herbekommen kann. So, einen Außenposten kann man da errichten. Da brauche ich aber ein Außenposten-Team. Dazu müsste ich erstmal einen Außenposten erforschen und bauen. Wir gucken mal, wie wir es handhaben. Jetzt kommen erstmal demnächst weitere Lords an. Die hier irgendwie überleben müssen. Ich denke, ich komme auch schon nicht umhin, hier nochmal noch eine Jagdhütte zu bauen. Ich kann mir wahrscheinlich schon mal überlegen, wo ich das nächste Ghetto aufbaue. Die nächsten 10 Zelte. Für die Lords. Wie viel müssen wir noch ertragen? Alle unsere Mühen und Entbehrungen. Wofür? Dieser vermaledeite Captain. 0 Stunden übrig. Ja, mal gucken, ob ich den Overdrive noch aufrechterhalten kann, bis die Temperatur wieder gestiegen ist und ob ich denn damit mein Versprechen einhalten kann, wenn ich den Overdrive wieder ausschalte. Aber ich habe gleich keine Kohle mehr. Moment. So, der Kohlegenerator ist funktionsfähig, aber die Lagerkapazität ist erreicht. So, dann gebe ich hier der Sammelstelle mal den Vorarbeiter und verordne denen eine 24-Stunden-Schicht, weil ich die verflixte Kohle brauche. So, hier auch noch den Vorarbeiter rein. Was haben wir hier? Hier ist eine Sammelstelle. Haben wir denn hier irgendwo noch eine Sammelstelle? Wachstation? Wachstation? Wo ist es denn hier zu kalt? Effizienz 33%. Von was? In der Wachstation. Was haben wir hier? Jagdhütte. Hier muss doch irgendwo noch eine Sammelstelle gewesen sein. So, das Sägewerk. Sammelstelle. Heizen. Vorarbeiter rein. Das kann ich allerdings auch nicht oft machen. Vielleicht fällt der bescheuerte Generator aus. Na, heute wahrscheinlich noch nicht. Gleich beginnt wieder die normale Arbeitsschicht. Das wird mir gleich möglicherweise das Genick brechen mit der Kohle. Aber ob es mir das Genick bricht oder nicht, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen.